Jetzt werdet ihr gleich in Ohnmacht fahren, ich weiß. Es handelt sich um einen Rosenduft. Ja, jetzt werdet ihr sagen, Gottes Willen. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Also ich muss sagen, natürlich ist es immer subjektiv, ja. Aber diese Rose ist für mich ein Genuss. Eine helle, leicht fruchtige, anziehende, nektarhafte, sehr dichte Rose, die so ein schönes Ich komm zu mir irgendwie ruft. Das mag ich ja bei Düften sowieso. Muss man natürlich wissen, dass das ein Duft ist, der Mut erfordert. Das da ist der Duft, man lässt diesen Duft sozusagen vor sich und man zieht sich zurück. Ein herzliches Willkommen zu Richards Herznoten. Toll, dass ihr wieder da seid und mir ein paar Minuten eurer Zeit schenkt. Wenn ihr euch für Düfte und Parfüms interessiert und liebenswürdige, liebenswerte, tolle Menschen seid, dann freue ich mich umso mehr und auch über ein Abonnement von euch, über einen Kommentar, über ein Like. Es gibt ja so Düfte, die sind so wie so Königinnen oder Könige unter den Düften, die man vielleicht gar nicht so sehr jeden Tag trägt, aber die aus irgendeinem Grund etwas in einem bewirken. Und so ein Duft ist der Duft, den ich euch vorstellen möchte. Jetzt werdet ihr gleich in Ohnmacht fahren, ich weiß. Es handelt sich um einen Rosenduft. Ja, jetzt werdet ihr sagen, Gottes Willen. Einigen von euch habe ich den auch schon mal als kleine Probe versendet, weil ich so begeistert darüber geschrieben habe. Bisher muss ich ehrlich gestehen, die Feedbacks waren so, das will ich gleich im Vorfeld sagen, dass dieser Rosenduft komischerweise bei jüngeren, mittleren Alters nicht so gut angekommen ist, weil ich habe mich gefragt, also nicht so gut wie zum Beispiel Portrait of a Lady, aber ich frage mich warum, und es wird natürlich an der Rose liegen, weil natürlich der Duft ist nicht so hyperkomplex, aber er ist sehr dicht. Und ich finde schon, dass er durchaus Komplexität offenbart, aber so eine Art vor allen Dingen Vornehmheit, eine Dichtheit. Und eine Rose, und jetzt kommt's, eine Rose, die hell ist, die optimistisch ist, die finde ich persönlich durchaus leicht süß ist, also nicht herb, nicht säuerlich, nicht bitter. Auch eine Rose, die durchaus nicht zu saftig ist, eher so süßlich anzieht. Eine gewisse Anziehung ist eben für mich da und die Frage ist, warum? Und es handelt sich um Damaros von Serjoff. Ja, und muss ich mal wieder drauf sprühen. Dieser, ja, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Also ich muss sagen, natürlich ist es immer subjektiv, ja. Aber diese Rose ist für mich ein Genuss. Also sie ist edel, ganz klar. Sie hat auch einen durchaus fruchtigen, nicht saftigen, leicht fruchtigen, hellen, frischen, optimistischen Anklang. Ja, und vielleicht lacht jetzt der Sergio Momo extrem, ja, wenn ich sage, ich habe so das Gefühl, als wenn da schon natürliche Duftölanteile drin sind. Und es wird ja auch gesagt, dieser ungeheuerliche Preis wird damit begründet, dass scheinbar diese Rosendestillat oder wie es halt irgendwie extrahiert wird, dass Rose in dem Fall sehr teuer sind. Das kann ich alles nicht beurteilen. Aber diese Rose ist, ob er lacht oder nicht, der Sergio Momo, ist ein Genuss. Und ich hoffe, er lacht, aber dann kann er sich eher freuen, dass er so etwas gemacht hat. Also das ist ja der Serjoff, Gründer und Betreiber. Und hier lohnt sich dann schon mal ein Blick auch auf die Inhaltsstoffe, weil ich denke dann schon, dass da mehr, also dass irgendwas auch drin ist, wo es sich dann doch lohnt. Bergamotte, Fräse mag ich sehr, rote Früchte, Zitrone in der Kopfnote, Maiglöckchen, ich liebe Maiglöckchen. Wenn es gut gemacht ist, florentinische Schwertlilie, Damascener-Rose Absolue, bulgarische Rose. Ja,
Serjow macht er viel gerne mit bulgarischen Rosen, glaube ich, auch bei Alexandria 3, glaube ich, ist es drin. Also jedenfalls schöne Rosen, finde ich. Sehr, sehr schöne Rosen. Dann Amber, Moschus, Patchouli, Rosenholz, Sandelholz, Vanille und Vetiver. Und ich finde eigentlich, dass das schon diese Aufzählung Folgendes zeigt. Es ist mehr wie das, was einem auf den ersten Blick rüberkommt. Rüberkommt diese helle, leicht fruchtige, anziehende, nektarhafte, sehr dichte Rose, die so ein schönes Ich komm zu mir irgendwie ruft. Das mag ich ja bei Düften sowieso. Es ist mehr drin, wie ihr gesehen habt. Es sind fruchtige Aspekte drin, es sind blumige Aspekte drin. Es sind auch diese selbst erdige, wie dieses Patchouli, dann Moschus drin. Ich denke auch, das kann mir vorstellen, dass viel Moschusakkorde drin sind, die auch einen Duft so anziehend machen, ja. So ein bisschen süßlich herb auch, die eben so mehr sind wie nur süßlich, mehr sind wie nur herb, mehr sind wie nur anziehend. Dann Amber, wird wohl Ambergris sein. Dann diese Hölzer, Sandelholz zum Beispiel, aber auch Lilie, Maiglöckchen und diese ganzen Sachen mit den Zitronen. Also, eine Fülle an verschiedenen Aspekten und diese Fülle bilde ich mir ein zu merken. Aber im Gegensatz zum Beispiel zu einem Tom Ford Rose Prick, was ich auch mal gemacht habe, das könnt ihr irgendwie da oben mal sehen, handelt es sich hier nicht um ein Bouquet. Also man hat nicht das Gefühl, dass es ein Bouquet an unterschiedlichen Rosen ist oder ein Blumenstrauß überhaupt. Das nicht. Es ist irgendwie eine Art Räumlichkeit, die sich sehr schnell, so eine Art Intimität, die sich, eine Aura, ein Raum, der sich um einen herum ausbreitet, in der etwas vorherrscht, wo diese verschiedene Rosenaspekte drin sind. Aber es ist irgendwie kein Bild von einem Strauch, es ist kein Bild von einem Bouquet, es ist kein Bild irgendwie von einem Blumenladen, das nicht. Es ist irgendwie dieses Rosenhafte, was getragen wird von viel mehr. Und ich vermute mal, es wird eben von diesen ganzen Dingen, die drin sind, getragen, die man gar nicht so sehr herausgreifen kann. Und die Frage ist, oft ist es so, wenn so sehr viele Inhaltsstoffe zusammengeführt werden, dass man so das Gefühl hat, dass so ein cremiger Brei entsteht. Aber hier entsteht jetzt kein cremiger Brei. Das würde ich nicht sagen. Es entsteht, wenn überhaupt, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Wolkenhaftigkeit in diesem intimen Raum. Und diese Wolke, die ist eben geprägt sehr rosenhaft, helle, sehr süßlich anziehende Rose, aber von eben ganz vielen luftigen weiteren Aspekten, die aber, auch wenn sie luftig sind, eine gewisse Nektarhaftigkeit haben. Vielleicht ist der Begriff Nektarhaftigkeit nicht schlecht, ohne süß zu sein. Also wenn es ein, aber auch nicht herb oder so, also es ist schon eine gewisse Süße, eine helle Süße, aber diese Nektarhaftigkeit ist da, aber nicht schwer. Ein vor sich hin brodelnder Duft, ist ein leichter, ein wolkiger Duft, aber durchaus ein durchdringender, ein starker Duft. Also von dem Teil, ich sprühe mir als immer von vielen Sachen 6, 7, 8 Sachen drauf, weil viele Düfte ja eine sehr zurückhaltende Projektion noch haben, also die sind irgendwie, auch wenn die Silage vielleicht nicht schlecht ist, also das, was man hinter sich herzieht, aber zum Beispiel, die sind nicht so nach außen drückend. Der Duft, würde ich schon sagen, hat eine starke Projektion und eine zarte Silage. Also der Duft will sich will raumgreifend sein, drückt sich nach vorne, aber er ist nicht so, dass wenn er sich nach vorne gedrückt hat, dass er da auch vor sich hin wabert, immer breit, dass man den hinter sich herzieht, sondern irgendwie fällt er dann wieder schnell ab. Ja? Und er ist deshalb sehr gut einsetzbar, finde ich. Sehr vornehm wirkt er dadurch, sehr edel wirkt er dadurch. Es ist ein Duft für
Ich denke, Frauen wie Männer, natürlich werden die meisten sagen, ein Frauenduft, weil Blumendüfte gelten immer als Frauendüfte. Gleichzeitig aber auch, würde ich sagen, es ist ein Duft für Leute, vielleicht für mittleres bis höheres Alter. Also ein junges Mädchen mit dem Duft würde wahrscheinlich irritieren. Ein junger Kerl mit dem Duft würde irritieren. Aber wenn man schon eine gestandene Persönlichkeit ist, charakterlich, insgesamt von dem, was man eben darstellt, dann ist das wirklich, dann zeigt das an, hier passiert was Edles, was Vornehmes. Aber, wie bei allen Rosendüften, und weil er eben doch die Rose so in sich trägt, dass dieser Roseneindruck nie verfälscht wird durch die anderen Inhaltsstoffe. Also getragen wird diese Rose, ohne ein Rosenbouquet zu sein. Muss man natürlich wissen, dass das ein Duft ist, der Mut erfordert. Also ich finde schon, dass der Duft ganz klar sagt, ich liebe Rosen, klar, dass er aber nicht sagt, ich bin verspielt. Also nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe vorhin den Rose Brick von Tom Ford erwähnt, da würde ich sagen, weil es so ein Bouquet ist mit verschiedenen Rosen, da würde man sagen, ich spiele schon mal ganz gerne herum und er ist ja auch relativ süß. Und der hier ist blumig, auch süßlich, aber blumig süß, nicht irgendwie gourmandhaft süß oder sowas. Und er weiß ganz klar, der Duft ist klar. Der Duft sagt, ich liebe Rosen, ich zeige euch, was eine schöne Rose sein kann. Keine dunkle, ich bin ein optimistischer Typ, eine optimistische Typin, ja, ich zeige euch, dass hier diese Rose im Vordergrund steht und ich von meinem Grundtypus her ein Mensch bin, der eben sich auch gerne zeigt. Und es ist halt auch edler, also das wird natürlich immer, ein edler Duft oder ein vornehmer Duft wird immer in gewissen anderen Menschen etwas Unangenehmes hervorrufen. Warum, weiß ich nicht. Wird immer gesagt, man will irgendwas darstellen, irgendwie und sich abgrenzen von anderen. Aber hier in dem Bereich, im Parfümbereich, ja klar, ich will mich doch darstellen, ich will vielleicht den Duft Raum lassen. Ich will vielleicht, dass der Duft, dieser Duftakkord, der mir so wichtig ist, nicht verfälscht wird durch vielleicht Tonkabohne, ja, oder durch vielleicht irgendwie pappsüße Sachen. Ich möchte, dass dieser Rosenduft, der mir eben wichtig ist, dieser bestimmte Rosenakkord im Vordergrund steht. Und das ist ja mit Sicherheit der Fall. Eine edle Rose, aber nicht für jedermann. Also man muss wirklich die Rose lieben, man muss der Rose ihren Platz lassen. Sie ist der Star. Ich glaube auch, und das als abschließende Bemerkung, ich glaube auch, wenn diese Rose getragen wird, dann, weil oft ist es ja so, man versucht seine eigene Persönlichkeit durch einen Duft oder bestimmte Seiten einer Persönlichkeit so ein bisschen hervorzuheben. Man will vielleicht auch damit spielen und was auch immer. Der hier wird im Zentrum stehen. Ich glaube, der ist auch so innerlich kraftvoll, dieser wolkige, luftige Nektar, diese Rose, die ist so im Zentrum, dass sie, wenn man sie trägt, wirklich der Star bleibt. Und man muss den Mut auch haben, dass man als Person, als Träger, Trägerin dieses Duftes weiß, man ist mit dem Duft gemeinsam im Hintergrund. Der Star ist der Duft, man lässt diesen Duft sozusagen vor sich und man zieht sich zurück. Und auch das ist ein Statement. Und das ist ja auch durchaus vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich finde diesen Aspekt durchaus bemerkenswert. Ja, lasst es mich mal wissen, was ihr davon haltet. Seid ihr wie einige, die mir geschrieben haben, seid auch ihr etwas skeptisch? Mögt ihr eher mehr diese dunklen, saftigen, mehr süßlichen Rosen? Oder mögt ihr, oder auch bittere Rosen, herb, säuerliche Rosen? Oder könnt ihr euch auch mit so einem hellen, wirklich blumig, süßlichen, optimistischen, aber sehr starken, kraftvollen Rosenduft anfreunden, dann lasst es mich wissen. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, euer Richard.